Hi, Boys. Ich wollte noch kurz ein Video gucken, was mir Max vorgeschlagen hat. Grüße an Max. Und zwar hat Justin wohl ein Video hochgeladen, was mega funny sein soll. Wir hatten mal so ein Video geguckt, so das unangenehmste Video auf YouTube. Und ich glaube, das ist derselbe Channel. Also das ist im Grunde jemand, der durch Frankfurt geht und irgendwas Asoziales passiert. Es geht um das hier, Chat. Beef in Frankfurt, asoziale Teenager rasten aus. Ich glaube, das ist richtig turbo-cringe. Und das ist wieder so ein Video, wo alle Leute sagen werden, dass ich es ausmachen soll. Aber, Chat, wir müssen da zusammen rein. Alright? Vertraut mir. Es wird gut. Du putzt irgendwann meine Felgen. Bei Gott sogar, wenn du nicht machst, ich klatsch dich. Ich geb dir. Oh. Ja, wollen wir die Reaction gucken oder wollen wir das Original gucken? I don't know. Das Ding ist halt, ich wollte auf jeden Fall hier einen Shoutout an Justin geben, weil ich hab's bei ihm gesehen halt. Ich will jetzt nicht den Mann. Ich glaube, wir gucken einfach das Original, okay? Aber Shoutout Justin, Dude. Sein Kanal ist auch in der Beschreibung verlinkt. Der braucht ein paar Abonnenten. Kauft seine Sachen, die werden immer so wenig gekauft und lass uns jetzt das Original gucken. Also, pass auf, Katharina. Kian lässt jetzt Anmachsprüche los und du bewertest ihn von 1 bis 10, ob er damit bei dir durchkommen würde. Ach du heilige Mutter Maria, das ist ja Übermüll. Gott, ich liebe es. Okay, Lockdown, aber wir geben trotzdem unser Bestes. Da haben wir schon mal die Ersten. Stellt euch mal vor. Ich bin Thorn. Woher? Aus Vietnam eigentlich, aber ich bin schon Deutscher. Du bist wie alt? 20. Lin. Ich bin Katharina, 19 Jahre alt. Woher? Koblenz. Wie alt? 16. Tschüss. Okay. Okay. Tschüss. Digga, was ist das? Digga, was gucken wir hier, Chat? Ach du Scheiße. Könnt ihr euch an das Gesicht erinnern? Nee. Wer ist das? Kann man? Wer bist du denn? Stell dich mal nochmal vor. Ich bin Serena. Und warum bist du so bekannt geworden auf YouTube? Und warum schminkst du deine Lippen so extrem über den Rand? Also so ein bisschen, okay, warum so doll? Ich meinen Vater gegrüßt habe. Okay, pass auf, Lin. Dorn lässt Anmachsprüche los, du bewertest das. Also no body shaming, aber ich bin leidenschaftlicher Schlecht-Schmink-Shamer. Wie gut der war. Ob er jetzt als Typ deine Handynummer, dein Insta, irgendwas bekommen wird, okay? Ja. Dorn, du hast den ersten, hau ihn raus. Come on, machst du Wasser? Ja. Super, dann machst du 70% von mir. Oh, shit. Das war jetzt unerwartet, aber... Unerwartete Züge sind schwer zu kontern. Ja, das Bruce stimmt. Lee. Ja, war gut. War gut? Ja. Was sagst du, 1 bis 10? Ich sag mal 7. Ja, safe, 7. Der war gar nicht bei... Warst du den nächsten für uns? Ja. Okay, hau raus. Okay, hau raus. Es kommt ein Cut zum anderen Typen. Geile Schuhe. Geil geschnitten, Digga. Bock zu poppen. So schnell. Sie hat nicht mal geile Schuhe. Das ist ja der Twist hier. Poppen ist auch einfach so das ungeilste Wort, was es gibt, Chat. Was sagst du, 1 bis 10? 1. 1. 1. 1. Hast du den nächsten für uns? Ja. Ready? Hm. Let's go. Bro, es tiltet mich so hart, dass er sagt, let's go, und dann kommt ein anderer Junge, das ist so tiltend. Ich verbiege mich für niemanden, außer beim Sex. Okay, der ist auch gut. Okay. Was sagst du? Ja, ziemlich gut. Ja? Aber wird nicht bei jedem Mädchen gehen. Okay, bekommt er deine Handynummer? Also mit diesem nicht, mit dem ersten schon. Mit dem ersten schon? Ja, mit diesem nicht. Oha, hier in, Bro. Pogchamp. Ist ja hartnäckig. Er meinte eben, Dennis ist ja aus Frankfurt und er nimmt kein Blatt vom Mund. Ich finde, die waren eigentlich ziemlich normal. Das waren die normalsten bis jetzt. Der sieht aus wie so ein Montes-Sub, dude. Nö. Genau. Regina und Serena, das passt. Er lässt Anmachsprüche los, ihr bewertet das von 1 bis 10. Okay. Okay? Mädels, seid ihr ready? Benji. Yes. Komm mal dazu, schäm dich nicht so weit. Ja. Junge. Fast alle Geschäfte auf der Zeil haben geschlossen, haben wenigstens deine Beine geöffnet. Ich glaube, die von deiner Mutter haben geöffnet. Du musst jetzt nicht auf Mutter gehen, ich hab noch nichts gesagt. Ich sah nichts dazu. Wisst ihr, was ich richtig, also was jetzt richtig unattraktiv ist, jetzt übertrieben, aber was ich immer so, was mir mega auffällt immer, wenn Mädels, es machen meistens Mädels mal auch Typen, aber tendenziell fällt es mir eher bei Mädchen auf, weil ich jetzt nicht so drauf achte, was die Jungs machen. Aber wenn Mädels lachen und so ihre Hand vor ihr Gesicht machen, weil sie ihr Lächeln nicht mögen, da denke ich mir immer so, Digga, ich meine, das ist ja okay, so ist nicht verboten, aber weiß ich nicht, da denke ich mir immer so, das ist immer eine Sache, die mir auffällt, Digga, da denke ich mir immer so, shit, dude. Also, pass auf, Katharina. Kian lässt jetzt Anmachsprüche los. Mhm.
und du bewertest ihn von 1 bis 10, ob er damit bei dir... Bruder, seine Brille, sieht dem auch was komplett beschlagen, die Scheiße. Durchkommen würde. Digga, was zum Fick? Junge, er sieht einfach nichts. Und setz doch die Brille ab, Junge. Ob er vielleicht dein Handy... Digga, also, WTF. Snap, Insta bekommen. Okay. Passt? Ja. Ready? Hast du Zucker in den Augen oder warum schaust du mich so süß an? Bruh. Hast du Zucker in den Augen oder warum schaust du mich so süß an? Digga. Als wäre so übelst besoffen. Wäre kein Punkt nötig, nee. Kein Punkt? Nee, ein Lachen, aber mehr auch nicht. Bro, hast du den nächsten? Ja. Hau raus. Ich will gar nicht mit dir ins Bett, für mich reicht auch das Sofa. Ja. Okay, der ist gut, aber... Oh, er hat dich zum Lachen gebracht. Ja, aber... Ja, yeah, jetzt wäre er. Sie sind die F***-Boy-Richtung. Bro, er sieht auch übelst aus wie der F***-Boy. Stehst du nicht auf F***-Boy? Nee. Beziehungsmensch? Ja, schon eher. Netflix and chill. Ja, geht auch in die F***-Boy-Richtung. Jeder fragt nach Netflix und chill. Ja, stimmt. Hast du das auch immer in der Beziehung, da guckt man keine Filme. Wir machen ja heute Freestyle-Anmachsprüche und wir freestylen mit euch beiden, oder? Okay. Ach du Scheiße, Digga. Wisst ihr, was freestylen? Ja. Was machen wir? So wie Meru halt machen. So weißt du, wie schnell. Magst du Meru nicht? Doch, der ist hübsch, aber so Musik nicht. Was? Mach mal einen Freestyle. Was soll ich denn? Leg mal einen Freestyle. Ich schick deine Mutter auf den Rücken deines Vaters, dann trage ich Gucci, Louis Prada, jetzt alles Nala, deine Mami an meinem Jack. Digga. Oh, Junge, das ist richtig Pain, Alter. Putz irgendwann meine Felgen, bei Gott sogar, wenn du nicht machst, ich klatsch dich. Ich geb die Kombo links, rechts, Uppercut. Ich würde gerne zeigen, wie man die Lippen richtig schminkt, das macht mich richtig sauer. Ich sag dir so, ja? Walla, schlag mich nicht. Ja, guck, der sieht mir zu alt aus, aber der ist hübsch. Aber was hat die gesagt über Frankfurt, die Jungs? Dass es Bastarde sind. Ich hab gesagt, nur noch 15 Frankfurt. Nur deine Freund ist Bastard, nicht anderes. Oh, dein Freund ist weg. Ja, bin ich. Keiner kann sowas sagen. Was hat sie gesagt, dein Freund ist ein Hurensohn? Junge, was ist das, Digga? Walla, beleidige die nicht oder nicht ihr Freund, weil sonst ich beleidige dich. Walla. Lauf nach Dom, Rusiani! Was? Same. Was hat sie gesagt? Walla, Walla, was bist du? Welch Landsmann bist du? Ich bin Afghaner. Schöne Augen, du hast Dankeschön. Schöne Augen. Aber du hast ein graues Haar, dein Bart. Sieht scheiße aus. Was? Darf ich rausziehen? Der hat ein graues Bart hier. Du kannst nicht raus. Graues Bart. Bruder, lass doch sein graues Haar. Was gucken wir hier, Chad? Holy shit. Das macht mich richtig sauer. Ich zerdrück hier schon meinen komischen Becher. Es wechselt immer zwischen so ein bisschen beleidigen und dann wieder so, Walla, du siehst schön aus. What the fuck, Digga? Okay, hau raus. Komm, Tim, gönn. Das ist ein Gemälde, weil ich dich an die Wand bangen würde. Wegen an die Wand hängen? Ah, der ist bad. Ja, weil ich dich an die Wand nageln würde, wäre besser gewesen. Oh mein Gott, true. Er verkackt. 5 von 10, finde ich auch. Du Perversling, du hier. Okay, Bro, hast du den nächsten für uns? Also, oh mein Gott. Ready? Ja. Ich würde schon gerne. Ich werde 100 Euro, dass er Snap bekommen. Mit dir frühstücken. Kann ich dich zum Abendessen einladen? Bruh. Ich würde schon gerne mit dir frühstücken. Kann ich dich zum Abendessen einladen? Digga, erstmal, Junge. Erstmal werde ich schon übel versprochen, Digga. Auf deinen Nacken, sagst du? Auf meinen Nacken. Auf seinen Nacken? Es ist bald Frühling. Die Bienen tun's, die Vögel tun's, die Fliegen tun's. Aber wir tun's nicht, definitiv nicht. Komm, alle guten Dinge sind drei, gib uns den letzten. Ready? Ja. Komm, Dennis, zieh durch, los. Ja. Oh Mann, Digga. Ich weiß, ich mach mich gerade zum Affen. Magst du Tiere? Ja. Das wow. Ja. Oh, ey, ich hab noch nie ein Street-Comedy-Video gesehen, was wirklich nice war, ne? Ich hasse die so sehr. Oh, Digga, da fehlt jetzt nur noch jemand, der im Hintergrund die ganze Zeit beatboxt und dann ist es das 10 out of 10 most cringe Video. Okay, bekommt der freshe Typ hier Insta-Snap-Handy-Nummer irgendwas? Ja, safe. Von mir aus mit Snap. Oh. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Okay, gib deinen Snap. Limak.de. Ey, nee, direkt vor Kamera. Oh, jetzt hat sie auch ihr Insta gepusht. Ich bin privat, also. Sag's nochmal laut, komm. Limak.de. Wow, du siehst zerknittert aus. Lass mal über dich rüberbügeln. Okay. Was sagst du? Scheiße. Nicht gut? 1 bis 10? Ja, nur 2. Der davor war schlechter. Auch 2. Auch 2? Wenn du jetzt, sagen wir mal, du bekommst Handynummer von ihm. Wie würdest du ihn einspeichern? Kondom, Spaß. Was? Was? Mit seinem Namen, mit seinem Namen. What the fuck, Bro? Tja, was gucken wir hier? Holy shit. Oder laufen auf quer. Was? Nein, einfach mit seinem normalen Namen. Wie würdest du sie einspeichern auf deinem Handy? Gar nicht einspeichern. Das ist so einer dieser WhatsApp-Kontakte, die man nicht einspeichert einfach. Oh, der Afghane, Walla, du bist der Beste, Walla. Walla, der kommt. Bro, wer ist er? Oh, Junge, was gucken wir, Dicker? What the fuck? Es ist so strange. Das ist das, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an Frankfurt denke.
Jedes Mal. Walla, Bruder, hab ich schon vor 7 in den gesehen. Bist du Inder? Okay. Ich bin Afghaner. Ah, ich kenne sie, Bruder. Ich kenne sie auch, Bruder. Ja, von? Von hier, von McDonald's, Bruder. Okay. Von hier, von McDonald's. Er wollte so, dass er sagt so, hey, von YouTube oder so. Irgendwie so was Cooles. Er sagt so, von McDonald's, Bro. Ja, nice. Groß 47. Die Schuhe, die sind... Ich hab... Nein, guck mal. Lass mal Vergleich machen. Bruder, guck, ich sag... Guck mal. 47. Nein. Guck mal. Mach mal Vergleich. Guck mal, 47. Ist halt nur schlimm, dass man als Mädel große Füße hat, ne? Aber... Trotzdem funny front. Es gibt eine Story zu diesen Schuhen. Guck mal, ich war mit einem Jungen zusammen und der hat mir die Schuhe gekauft. Aber ich habe halt eigentlich Größe 37, aber die gab es noch in 43. Und dann habe ich mir die geholt, weil ich unbedingt an diesem Tag haben wollte. I smell cap. Mein Bankkonto ist genauso fett wie ich. Denke nicht. Doch, stimmt schon. Doch, okay. Das war einfach gut. War der gut? Also, wie bewertet... Ey, no front, ne? Aber die Links, die Mädels, das sind so Mädels. Du kommst so in die Shisha-Bar rein, hast am besten noch so, du kommst so mit 4 Dudes und so 2 Mädels, okay? Und das sind dann so die Mädels, die so ganz hinten sitzen, ungefähr so. So dressed up, als wäre es so fucking das allerkrasseste Event ever. Und dann so. Und dann so die Mädels so von oben nach unten so abchecken, Digga. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, Bro. Warum nicht? Ich weiß nicht. Also Seiten auf 0 müssen auf jeden Fall stimmen. Ja, Frisur. Seiten sind bei Dennis Junge, auf jeden Fall Urwald. Junge, lass doch Dennis seine Seiten in Ruhe, Digga. Holy shit. Ich kenne dich schon von EZB, also von Hafenpark. Du kannst auf jeden Fall gut kippen drehen, aber du bist nicht mein Typ. Warum nicht? Ja, der ist hässlich. So, nein. Oha. Oha, Digga. Nein, definitiv nein. Weil es... Warum? Es geht Variant, Spaß. Es sieht indisch aus. Magst du keine Inder? Nein, die stinken. Oha, what the fuck, Digga. Ich würde lieber den Typen nehmen als sie, not gonna lie. Ja, real easy. Bruder, ich glaube, ich würde lieber, weiß ich nicht, einen auf Monte angelehnten Klopapierrolle ficken in meiner Insta-Story als sie. Was sagst du, Bruder? Zuerst, ich bin keine Hinder, ich bin Afghaner, Afghaner-Maschine. 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 Guck mal, ich gebe Handy her. Also, Leute, ich sag euch jetzt, was der ist. So, guck, der ist selbst so ein Kind, so ein... Etwas, ein Mensch, der geht so auf Straße mit GBL-Box und hört Meru. Bei Gott, so einer ist der. Walla Billa. Er ist doch normal, okay. Frankfurt. Ich sag mal, ist nicht untrue. Ist nicht untrue. Also so. Es ist nicht falsch. So. Walla Billa. Er ist doch normal, Frankfurt. Lockdown, keine Frau, kein Geld, gar nichts, keine Arbeit. Man muss man. Ich zeige mit dem Finger auf uns. Und kein Style. Warte, wollte ich was Bro. Sagen. Keine Ahnung, wie Frauen in Frankfurt. Frauen. Schlimmer Frauen. Schlimmer wie Jungs, gell? Wenn man normal redet von einer Frauenklinik und so, Bruder, und die bleibt einfach, Bruder, das ist nicht gut, weißt du? Definitiv nicht, weil wir sind nicht mit Jungs zusammen, nur um gefickt zu werden. Ist nicht so, weißt du? Seine Haare sehen aus, als wenn man einen Topf draufgestellt hat und nebendran abgeschnitten hat. Jo, Junge, das sind Statements, Alter. Wie alt bist du, Bruder? It was at this moment that he knew. Das Ding ist halt, wenn man halt so frontet, also ich finde, wenn man andere frontet für ihr Aussehen, so auf ernst gemeinte Basis, dann gibt man allen anderen Leuten, die mit quasi in dem Raum sind, den Pass dafür, dass man selber beleidigt wird, finde ich. Und in dem Sinne möchte ich da kurz mal sagen, Bro, also ich sag mal, ich würde jetzt an deiner Stelle vielleicht nicht unbedingt labern. Right? Aber gut, lass uns weiter gucken. In Afghanistan 24, in Deutschland 19. Maschallah. Was hat er gesagt? Sag noch mal, was du sagst. Ich bin in Afghanistan 24, in Deutschland 19. Willst du mit 19 heiraten oder mit 24? Ich würde gar nicht mit dir heiraten. Generell. Oha. Guck mal, deine Eltern konnten sich bei deiner Erzeugung konnten die kein Kondom leisten. Ja, nee. Junge, guck, deswegen okay, haben wir ein leeres Snickers-Verpackung. Da bist du entschieden. Aber warte, guck mal, warte. Ich muss eine auf Alpha machen, ja, okay? Guck mal. Sie hat ein Kondom dabei. Wer ist so nett? Okay, Digga. Nimmt diese Kondom und reißt mir in die Zukunft und das sein, in die Vergangenheit und das seinen Eltern zu geben. Wer macht das für mich? Warum trägst du so? Was, Birgit? Ich box, ich lauf mal weiter, du Penner. Small! Geht laufen, der Kondom, Rissiani! Bruder,
Bruder, lass dich, ich muss dich klären, Bruder. Junge, er ist so King, Dicker. Hey, Bruder, lass dich, ich muss dich klären, Alter. Ich muss dich klären, Bruder. Ja, Alter. Scheiße, Digga. Zu einer Frau. Warum meine Cousine hat mir die geschenkt. Was also macht nicht deine Cousine? Arbeitet in Kaisersatz oder was? Ja. Walla, ruf an, wenn du bist Walla Bila, wenn meine Cousine bläst. Ich schwöre auf. Was heißt überhaupt Walla Bila? Was heißt das? Weiß ich vergessen. Ich schwöre bei Gott, Alter. Heißt es das so? Ich schwöre auf alles, gell? Mal, ja. Ey, Digga, gib mal das, was du in deiner Hosentasche hast, bitte. Guck mal, ja? Ich sag dir okay. So, jeder Mensch, der mich gut kennt, weiß, dass meine Cousine so alles für mich zertrennt. Und wenn die nur dumm angeguckt wird, Digga, bei Gott, ich raste dann Rap. Aus, ne? Deine Mutter arbeitet vielleicht Kaiserstraße. Rede nicht über meine Cousine, bei Gott. Nein, wir gehen. Hab ich zwei Minuten. Hä? Guck mir jetzt mal eine Kondome, gell? Was ist Kaiserstraße? Ist das was wie hier Ding in Hamburg? Lass mal gehen, was trinken, was essen und so. Hey, oh, Kleine, gib mich mal. Übertreib nicht. Der hat meine Cousine beleidigt. Ich box ihn. Walla Billa sogar. Nein, ich hab nicht deine Cousine beleidigt. Doch, du hast gesagt. Ey, es eskaliert hier. Ich glaube, wir machen jetzt, glaube ich, einen Cut. Warum machst du sowas? Weil der hat meine Cousine beleidigt. Ein bisschen Anstand hier. Kannst du nicht mit Kippe abwerfen? Walla, bei sowas, ich hab keinen Anstand. Korrekt, von dieser Afghane, der hat gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal, wie ruhig er Bro, nicht eher, Digga. Stell dir mal vor, ein anderer hätte dir einen gedonnert. Stell dir mal vor, Burak wäre jetzt vor dir. Dann wärst du Serena Airlines. Guck mal, ich hab nicht so viele Haare, er hätte nichts machen können. So, ich hab kürzere Haare als Emine. Mensch. Mein Nick ist auch freut sich dann immer. Grüß noch jemanden. In Frankfurt. Ich grüße meine Freundin hinter der Kamera, Raul und Shamama. Ja, ich grüße meine Mutter. Mama, Grüße gehen raus. Ich grüße meinen Cousin. Ich grüße meinen Freund Pavel. Hey Babe, mein Konto ist genauso fett wie ich. Ich bin ein bisschen verstört, Freunde. Ich sag's so, wie es ist, Digga. Digga, was haben wir uns angeguckt? Geisteskrank, verwirrtes Video. Holy shit.